Zu einem brutalen Überfall kam es vergangene Woche zwischen Alsfeld und Eudorf. Ein 77-jähriger Mann wurde auf Höhe der Kläranlage überfallen und körperlich angegriffen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Straftat. Damit der Vogelsbergkreis im Katastrophenfall weiterhin sicher bleibt, hat das Deutsche Rote Kreuz am vergangenen Wochenende das Katastrophenschutzlager in Alsfeld aufgerüstet. Für nunmehr 150 Leute stehen nun Feldbetten, Decken und Hygieneartikel bereit. Mit der Eventsauna Eventum eröffnet das Alsfelder Ehrenbad sein neues Highlight. Nach 3,5-monatiger Bauzeit soll das Projekt Ende des Monats beendet werden. In Zukunft möchte das Ehrenbad dann verschiedene Events anbieten, wie zum Beispiel Ladies Night, Grill and Chill oder arabische Nächte in der neuen Sauna. Zu einem Brand kam es in der Gerhard-Hauptmann-Grundschule in Alsfeld. Laut der Polizei handelte es sich bei der Ursache um einen technischen Defekt im Heizungsraum der Grundschule. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch bekämpfen, verletzt wurde niemand. Die begehrte 3-Bäumchen-Auszeichnung der AOK konnte erneut das Alsfelder Kreiskrankenhaus ergattern. Demnach gehöre es besonders im Bereich der Hüftersatzoperation zu den besten Kliniken des Landes. Die begehrte Auszeichnung geht damit zum insgesamt dritten Mal an das Alsfelder Krankenhaus. 3 Tage hatte Jessica Engel in Heimatshausen weder Internet noch Telefon. In ihrem Leserbeitrag schreibt sie, früher war alles besser. Entwickelt sich der Fortschritt wirklich zu einem Rückschritt? Den ganzen Leserbeitrag findet ihr auf Oberhessen Live. Mit Helau und Alaf nimmt die 5. Jahreszeit richtig Fahrt auf und bringt eine Menge an Veranstaltungen mit sich. Um da nicht den Überblick zu verlieren, haben wir für euch eine Übersicht aller kommenden Fremdensitzungen sowie Kinder- und Weiberfaschingsveranstaltungen erstellt. Diese findet ihr natürlich auf Oberhessen Live. Das war's wieder für diese Woche. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche, wünschen euch einen schönen Start in die Faschingszeit und bis dahin schaut doch einfach mal vorbei auf Oberhessen Live.